stimmen, dann möchte sie daran, kurz daran erinnern, was wir gestern besprochen haben. Sie erinnern sich, was wir an die Wände der Ateliers geheftet haben, nämlich diesen Kreislauf der Beratung. Ich denke, dieses Thema wird Sie auf dem ganzen Seminar begleiten und wir sprechen heute Morgen ja über den alten Menschen und seinen, in Fragezeichen, seinen Diabetes. Warum ein Fragezeichen? Weil wir denken häufig, der Patient gehört uns, wir beschäftigen uns gerade mit ihm, also gehört er uns. Manche Healthcare-Providers betrachten ihre Patienten als Leibeigene, sag's mal ganz überspitzt. Und der alte Mensch hat seinen Diabetes, vielleicht ist es gar nicht sein Diabetes, sondern unser Diabetes, den wir ihm anhängen. Oder er hat seine Erfahrung. Das zentrale Thema, das wir haben im Zusammenhang mit Alter, ist die Demografie. Wenn Sie sich diese Kurve anschauen, dann sehen Sie die Präsenz gewisser Generationen in der Population in Abhängigkeit von Jahren. Im Jahr 1900 hatten Sie rund 10% 80-Jährige in der Bevölkerung. Im Jahr 1950 sind es bereits 30%. Und jetzt sind wir ungefähr bei 45%. Das wird zunehmen. Diese Rektangularisierung, diese Rechteckveränderung der Überlebenskurve wird uns alle beschäftigen in den nächsten Jahren. Wenn wir von Alter mit Diabetes sprechen, müssen wir ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte berücksichtigen. Wir haben zwei Formen zu Alter mit Diabetes, zum Beispiel Alter mit einem Typ 1 Diabetes. Da haben wir eine lebenslange Erfahrung im Umgang mit einer lebensbedrohlichen Krankheit. Typ 1 Diabetes Patienten, die altern dürfen oder können das Alter als Frucht kompetenter, disziplinierter und nachhaltiger Selbstmanagement-Aufgabe betrachten. Sie haben frühe Verlusterfahrungen gemacht. Sie erwarten Komplikationen. Und es sind Menschen, die meistens dankbar sind, noch am Leben zu sein. Diese Patienten, diese älteren Patienten, das ist ihr Diabetes. Sie haben diesen Diabetes, sie haben in diesem Diabetes gelebt. Bei Patienten, die im Alter an Typ 2 Diabetes erkranken, ist das etwas ganz anderes. Dort haben wir den Diabetes als ein unverständlicher und unverstandener Einbruch in das bisherige Leben. Etwas, was einem jetzt aufgepfropft wird, nachdem man bereits reiche Erfahrungen hat. Und es ist natürlich auch die Frucht jahrzehntelang Missmanagements der eigenen Gesundheit. Meist ohne präzise Kenntnisse der realen Risiken oder des eigenen Risikoprofils. Da haben wir eine große Verantwortung für die nächste Generation, die altert. Wissen unsere jungen Patienten, die 15-, 20-jährigen Adipösen, wohin sie laufen? Wissen unsere Schwangeren, was sie für eine Riesenaufgabe haben, den Gestationsdiabetes in den Griff zu bekommen, eine ganze Familie, für eine ganze Familie als Instruktorinnen tätig sein zu können? All diese alten Menschen, die plötzlich mit Typ 2 Diabetes konfrontiert sind, kommen, die Komplikationen treten unvorbereitet auf und die neue Aufgabe ist schwer verständlich und sehr schwer zu akzeptieren. Dann haben wir, und das wird sicher Rolf Krähn noch genau anschauen, das Problem der Komplexität, der Komorbidität, also der Begleitmorbidität oder der Multimorbidität. Und das Problem, dass wir in der Diabetesberatung, der Diabetologie, alle, die sich mit Diabetes befassen, immer wieder erleben, ist, dass Diabetes als Thema oft unter ferner Liefen figuriert. Ja, das ist auch ein Diabetes. Er hat jetzt einen Stroke, er hat jetzt einen Infarkt, er hat jetzt dies und jenes, aber er hat auch einen Diabetes. Aber wir haben keine Zeit dafür. Und die ganze Beratungstätigkeit, die spielt sich in einem an sich nicht sehr freundlichen Umfeld ab. Wir stören häufig. Wir sagen, ja, der Patient braucht Schulung. Ach, nein, das keine Zeit. Oder dann das Schlimmste, noch schnell etwas schulen. Das hat sich in den letzten 20 Jahren gewaltig geändert. Ich erinnere mich, noch 25 Jahre hat man die Ernährungsberatung eingesetzt, um am Morgen des Austritts beim Patienten vorbeizugehen und ihm einen Zettel abzugeben. Den haben wir schon gepackt
war eigentlich geistig schon aus dem Spital und wurde dann noch pro forma mit dem Besuch einer Ernährungsberatung begleitet. Da hat auch das, glaube ich, sehr wesentlich dazu beigetragen, dass das nicht mehr so ist. Dann ist es eben so, dass Beratung und Schulung ein Nebenfach betreffen. Das sehen Sie vor allem in den Kliniken, dass halt einfach auch die Assistenzärzte mit anderen beschäftigt sind als mit dem Beraten und Schulen von Patienten. Und das hat ja ein Kollege gestern gesagt, leider wird auch die Schulungsanstrengung des Grundversorgers, des Hausarztes, gar nicht berücksichtigt. Also man nimmt gar nicht an, dass der Patient schon was gelernt hat bei seinem Hausarzt oder bei seinem Hausärztin. Und dann ist natürlich eine sehr schwierige Prioritätensetzung, obwohl man weiß, dass eine optimale Stoffwechselstabilität einer unter mehreren prognostischen Faktoren ist für das Überleben bei akuten Krankheitsbildern. Wir wissen das aus der Intensivmedizin. Eine optimale Stabilisierung, eine optimale Glykämie-Stabilisierung ist gerade bei Schwerstintensivpatienten ein zentrales Überlebenselement. Traumata, Infekte, akute neurovaskuläre oder kardiovaskuläre Ereignisse gehören dazu. Und dann ist es nämlich eine ganz anforderungsreiche interdisziplinäre und interprofessionelle Kommunikation und Kooperation, die notwendig ist. Was wir natürlich brauchen, und nicht nur um unsere Kräfte zu schonen, sondern die Ressourcen des Gesundheitswesens richtig einzusetzen, wir dürfen keine Proforma-Intervention machen. Also das Platz der Ernährungsberaterin beim Spitalaustritt, das ist absolut redundant, das sollte es eigentlich nicht mehr geben. Und wichtig ist, dass die Indikation für interdisziplinäre und interprofessionelle Absprache früh und großzügig gestellt wird. Jede und jeder von Ihnen und von uns, die konfrontiert sind mit einer Schulungsaufgabe, sollten sich frühzeitig überlegen, wer muss was machen, wann kann man was machen. Und alle involvierten kompetenten Fachpersonen haben einen Auftrag, Diabetes Advocacy. So heißt der Begriff, den die American Diabetes Association verwendet, um gegen Diskriminierung zu kämpfen. Advocacy. Sie sind Fürsprecherinnen und Fürsprecher, Advokaten der Patienten mit Diabetes. So, Ressourcen ist ein Thema auch heute. Wir müssen immer bei persönlichen. Ja? Das kann man machen. Kann man machen, ja. Dankeschön, machen. Aber nicht sofort. Das liegt nicht auf. Wir sollten bei persönlichen Erfahrungshorizont ansetzen. 25 Jahre Altersunterschied zwischen Healthcare Provider und Patienten können mehr Distanz bedeuten als zwischen Angehörigen fremder Kultur. Also wir haben nicht nur die interkulturelle Dialogfähigkeit, sondern auch die Intergenerationen-Dialogfähigkeit. Und dann, und das wird heute ein großes Thema sein, diskrete Hinweise auf kognitive Defizite beachten und diagnostische Tools nutzen. Mild Cognitive Impairment, diskrete kognitive Defizite, sind vielfach in der Literatur beschrieben. Ich habe rund 1300 Referenzen gefunden. Ich zitiere hier nur eine der jüngeren. Jaffe und Mitarbeiter haben 2004 und 2009 hochinteressante Studien publiziert. Eines ist klar, bereits mäßig erhöhte Nüchternglucosewerte korrelieren mit einem erhöhten Risiko kognitiver Defizite bei älteren Menschen mit Diabetes. Protektive Faktoren, das hat Jaffe gezeigt, sind Bildungsstand und körperliche Aktivität. Die negativen Faktoren, die kennen Sie alle. Kognitive Defizite stören den Ablauf der Beratung und Schulung erheblich. Das Zeitbudget wird strapaziert, die Zielerreichung wird in Frage gestellt. Und wenn Sie nun bei einer Beratung eine Verhaltensauffälligkeit feststellen oder ein dafür verantwortliches kognitives Defizit erkennen, dann muss dieses in geeigneter Form im Team kommuniziert werden. Es hat keinen Sinn, dass jede und jeder jedes Mal mit einem Patienten, der Defizite hat, von vorne anfängt. Auch da müssen wir unsere Kräfte schonen. Ups. Na gut.
Hause genäht. Also, eine Anpassung der Beratungsinhalte und der Beratungsziele. Anerkannte Defizite ist ein absolutes Must, wenn wir Leerläufe und Proforma-Beratung vermeiden wollen. Das zur Einführung ins Feld.